Die durften nicht mit dem Public Transport und es war sehr, sehr schwer. So, deswegen haben sich die Tschechen nach dem Krieg gerecht und haben sie dasselbe mit den Deutschen gemacht. Da haben sie uns, und ich um diese Zeit war mein Vater, wir wussten nicht, wo er ist. Er war 3 Jahre Vermisst. vermisst, ja. Und so, weil meine Mutter, aber ich war öffentlich, das war als Deutsche aufgezogen und in den Papieren. Und so müssen wir plötzlich binnen 2 Stunden vor der Haustür sein und haben die uns nach zur Grenze zwischen Tschechei und Österreich gebracht. Dann sind wir zu Wann in Fuß. welchem Jahr war das? '46. Ich denke, ich habe hier auch das Buch. '46er sagt gleich ziemlich nach dem Ja, Krieg. das war eben. Und da mussten wir alle zu Fuß, und ich hatte nichts, keinen Koffer und nichts. Wir waren ja zweimal ausgebombt. Ich hatte einen Kübel, so in den Kübel habe ich da, was ich da hatte, das waren alles meine Sachen. Und was ich angezogen habe, das sind wir gegangen. Und es war 38 Kilometer, denke ich, nach Porlitz. Porlitz hat das geheißen. Dort waren die Getreide. Mühlen oder Nein, wo die Speicher? das Getreide auf. Speicher. Speicher, ja. Und dort sind wir. Und das Wetter war genauso wie jetzt heutzutage. Das war regnerisch und kalt. Und wir sind da hingekommen, wir hatten nichts zu, und da sind wir, jemand hat da noch ein bisschen Stroh da bekommen, aber sonst sind wir auf dem Zementboden, sind wir da gelegen. Und über Nacht haben die dann uns in der Früh, da war ein Kessel, da war heiße Suppe oder irgendetwas. Und da mussten wir uns registrieren. Und da war ich lucky. Ihr Schwager von ihrer Schwester, der Mann, der war im Konzentrationslager über den Krieg. Und ich habe ihm, weil man musste Deutsch hinschreiben, so ich habe ihm deutsche Briefe dahin geschrieben, ins Konzentrationslager, und er war einer denen, die uns eingeschrieben haben. So durch ihn sind wir, die Mutter und ich, wir konnten, der haben uns dann die Bewilligung gegeben, dass wir zurückgehen können. Da sind wir wieder zu Fuß gegangen. Da ist die russischen Soldaten mit einem großen Truck. Und hinten waren Kühe, da sind sie stehen geblieben und wollten uns einen Lift geben, haben uns einen Lift gegeben. Und wir sind auch mit einer Frau, wo die Tochter Lydia heißt, so deswegen, nach ihr bist du Lydia geworden. Das war die Mutter und Tochter, und die Tochter war, ich denke, also schon mehr erwachsen. Und der Vater war ein vom Gauleiter von irgendwo, aber er war nicht mehr, er hat nicht mehr gelebt. Aber die Mutter war Tschechin von Mähren, von Wischau, wo ich auch kenne. Und bei denen haben wir dann Zuflucht bekommen, weil die hatten eine große Wohnung und die mussten jemanden nehmen. So haben sie uns ein Zimmer vermietet. Und dort sind wir geblieben. Und nein, aber was wollte ich von der. Ja, dann sind wir zurückgekommen, und dann mussten wir uns jeden Tag melden
zur Arbeit bei der Polizei. Und da war ich wieder lucky, dass dort der was verantwortlich war, der hatte eine Tochter im selben Alter, so hat er mir immer eine Arbeit gegeben. Ob zwar, das war eben, das war vom, nach den Bomben einen, mehrere Tage, im, das Hospital war gebombt und so habe ich geholfen, die Ziegeln wegräumen und so. Ein anderes Mal war wieder im Haushalt jemand hat gebraucht, war etwas schmutzig oder so, so habe ich da, jeden Tag war irgendetwas anderes. Und da einmal bin ich zum einen Haushalt gekommen, da war ein russischer Offizier, da habe ich aufgeräumt, der hatte eine Wohnung genommen von den Deutschen, wo die ausgesiedelt waren. Und ich habe da aufgeräumt und dann hat er mir gesagt, und ich war ein Mädchen von 17 Jahren, und es war ein junger Offizier, und sagte mir, ich soll im Wasser ins Badewanne machen. Und das war um diese Zeit, wo so viele Vergewaltigungen und das alles. Und der wenn ich zur Arbeit hingekommen bin, da bin ich mit einem Soldaten mit dem Gewehr, der hat mich hingebracht. Und, aber dann nach Hause bin ich schon alleine gekommen, weiß ich nicht mehr, wie das war. Na, auf alle Fälle, so, und so habe ich da das gemacht. Und er hat mir dann angeboten, ich weiß nicht was, hat er eine ganze Handvoll von Jewelry gehabt, was er von den Leuten genommen hat, ja, und hat er mir angeboten, was ich haben will, sage ich, nein, ich mag nicht. Und so hat er mich gelassen, hat er mich nicht angerührt, aber er hat mir gesagt, ich darf niemandem sagen, weil gesetzlich durfte er nicht, aber was das war, diese Zeit, da haben die Leute, viele sind vergewaltigt worden und waren so. So, ich war immer wirklich, ich bin dankbar, dass ich immer gut durchgekommen bin. Aber ich habe diese Erfahrung, ich weiß, was da hier ist. Und ich schaue, und meine Cousine Ida, die hat mir das Buch, denke ich, von der, das ist die Lösung.